Willkommen zurück bei Let's Play Zelda Twilight Princess HD. Und so, Yoshi, langsam ist es so Zeit für den Aufbruch. Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Geiler Aufnahmebeginn. Ist erstmal das New Gamepad runtergefallen. Geil. Ich würde sagen, Trottel. Das ist nur die Aufregung. Scheiße. Ebola! Ebola! So. Also gut, es geht los. Alles klar, ich glaube, dieses Mal sind es 20. Jawoll! Los, werdet ihr wohl! Ja, werdet ihr wohl! Werdet ihr wohl? Wollt ihr nicht? Scheiß Viecher. So. Was macht die hier? So ganz einsam. Verpiss dich in den Stall. Ich ziehe. Verpiss dich! Nicht nach links! Geh jetzt da rein! Danke! Und du auch! Nein, nicht zu mir! Du Scheißvieh! Das soll jetzt wohl. Ja, gut, gut. Lauf! Lauf! Lauf, Ziege, lauf! Okay, gut. Ich bin so gut. Da merkt man, dass du ein echter Profi bist. Du bist 1,51 schneller als sonst. Also gut, genug getan für heute. Geh lieber schnell zum Bürgermeister. Er wartet schon auf dich. Jo. Dann wollen wir mal. Auf Keks, auf! Ich habe es gerade Epona genannt, ich weiß. Tut mir leid, Keks. Oh, da. Und nochmal für alle, die es nicht wissen, Insider, dass sie Keks heißt. Insider. Elia! Wie gesagt, in Zwischensequenzen sieht sie nicht so schlimm aus. Aber so als NPC, wenn man sie nur so sieht, ja, sieht sie schon ein bisschen aus wie auf den Screen. Ja, der Kritzerfaller. Oh, ja, schon fertig für heute. Wünsche einen schönen Feierabend. Ja, ich muss heute abreißen. Also, wird lustig und so. Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Das soll sich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Hyrule selbst um dieses kleine Geschenk von unserem Dorf gebeten. Da wäre es doch unziemlich, wenn der Repräsentant von Ordon zu spät bei Hof erscheint, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch, also passt mir gut auf Yoshi auf. Aber... was ist das? Was denn? Was soll das? Das arme Tier ist ja verletzt. Bitte? Yoshi, hast du Keks wieder zu grob angefasst? Aber Elia, reg dich doch nicht gleich so auf. Vater! Wie kannst du so etwas nur sagen? Du bist der Bürgermeister. Das zeigt auch etwas Verantwortungsbewusstsein. Armes Kleines. Yep. Du denkst das denn wie ich, oder? Keine Sorge, Keks, ich bringe dich gleich zur Quelle im Wald. Der Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Ja. Elia. Heute Keks kann ja schon das Geschenk noch nie rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Oh Mann. Muss ich jetzt? Ich muss, oder? Ja, gut. Elia, das war doch nicht so gemeint. Was überhaupt? Ach, das... ich hab gar nichts gemacht mit Keks. Sie ist... keine Ahnung. Sporre zu tief reingerammt oder so. Keine Ahnung. Du, Yoshi, gehst du zu Elia? Ich würde ja auch, aber die anderen... Yoshi, sollen wir nicht zusammengehen? Ja, no problem, Colin, also, Leute? Yoshi, wir haben auf dich gewartet. Gestern war er so toll, den Affenjagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Hätte ich auch Maro gerne mal gezeigt. Danke, dass ich jetzt auch weiß, wie der letzte von euch heißt.
In Wirklichkeit hat der Affe doch dich gefangen, oder? Und du, Colin? Alles ist rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Und Papa hat uns ganz so ausgeschimpft. Total übel war das, Alter. Hörst du sowieso nur zu Elia, oder? Aber hier kommst du nicht so leicht vorbei. Aber sag mal, Yoshi, willst du mir nicht dein Holzschwert leihen? Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann wäre ich schon ganz allein zurechtgekommen. Na los, gib schon her. Ja, meine lieben Freunde, wir haben keine andere Wahl, wir müssen. Wow, super! Mit diesem Schwert zeig ich's jedem! Ja, danke schön. Was macht das Eichhörnchen da? Yoshi. Danke. Die anderen sind immer so gemein zu mir. Ich verstehe gar nicht, was so lustig daran sein soll, so ein Ding durch die Gegend zu schwingen. Das ist doof und gefährlich. Nicht unbedingt, außerdem finde ich es cool. Wenn ich mal so groß bin, will ich so sein wie du, Yoshi. Würdest du gerne reiten, kannst du mir das nicht beibringen? Ja, versprochen, ja. Reiten ist nur mein halbes Image, möchte ich betonen. Das klang jetzt wieder falsch. Was soll dir, wisst ich das eine? Reiten ist nur mein halbes Image. Ja, diesen Spruch muss ich mir mal auf der Zunge zergehen lassen. Okay, gut. Das andere Image, Colin, kann ich dir gleich sagen, ist Schwertkampf und so. Hallo, ihr Tierchen. Dann verpisst euch halt. Ist mir auch scheißegal. Stirb, Stein! Und er ist tot. Elia! Mann! Du! Yoshi! Denk nicht, du könntest das Keks einfach mitnehmen. Denk mal drüber nach, was du getan hast. Vorher mache ich das so auf keinen Fall auf. Ja. Elia, du weißt gar nicht, was gestern passiert ist, oder? Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, aber lass es mich versuchen, ja? Inzwischen kannst du durch den Tunnel dort hinten hereinkriechen, Yoshi. Alles klar. Boah, hat gerade einen bösen Blick gehabt. Ja, aber seht ihr, jetzt so als NPC, wie man sie gerade da gesehen hat frontal, sieht sie wieder richtig schrecklich aus. Ja, da gebe ich den Leuten recht. Botox Elia. Okay. Dann wollen wir mal da reinkriechen. Oh, sieht schön aus. Oh, mit den Pflanzen. Nach links. Und wir sind da. Ich wusste gar nicht, dass da... Aber sag mal, Colin. Keks, du schießt dir also immer noch lieber als ich, nach allem, was er dir angetan hat. Angetan? Ist ja ganz beruhigt, Yoshi. Will ich hoffen. Das ist glücklicherweise keine schlimme Verletzung. Wir können dazu zusammenreißen. Nur eines, Yoshi. Eines musst du mir versprechen. Egal, was dir auf der Reise passiert, pass gut auf dich auf. Komm einfach nur wohlbehalten wieder zurück, ja? Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, yo. Gut, das Schicksal herausfordern wollte ich damit jetzt auch nicht. Alter, what the fuck? Alter, nicht sie. Nicht sie. Aber auch nicht mich! Arschgeigen. Na, herrlich. Was soll das denn jetzt? Ah, super. Wenigstens laufe ich nicht ab. Ist schon mal etwas. Oh. Vielleicht will ich auch jetzt nicht unbedingt aufwachen. Hi. Alter, den Sinface sieht noch ekelhafter aus als im Original noch. Ja, tröten ein bisschen durch die Gegend. Na herrlich, jetzt sind wir bei Portal. Wer kommt als nächstes? GLaDOS? Dann sind wir bei Sam. Dann habe ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ihr verpisst euch einfach. Alles klar. Dann kann ich ja jetzt zugeben, dass ich nur so getan habe, als wäre ich ohnmächtig. Okay, ich habe trotzdem Kopfweh. Scheiße. Muss das jetzt passieren? Hinterher. Leute. Mann.
War schon Abend. Dabei war doch gerade noch hellig der Tag. Was zum Fick? Ja. Also jetzt auch noch mit Hand. Das war jetzt sehr präzise kommentiert. Oh. Morgen. Du bist auf ein Käffchen? Ich hab gar kein Geld dabei. Scheiße. Ja. Schön, das war voll geplant und so. Where the fuck bin ich? Und was ist mit mir los? Heute kommt alles zusammen. Was ist jetzt los? Ich meine, gut, wir wussten, dass wir uns in diesem Spiel in einen Wolf verwandeln werden. Uns hat die Erklärung bisher dafür gefehlt. Aber ich möchte betonen, dieses plötzliche Verwandeln ist noch bei weitem keine Erklärung. Was bitte soll das? Und warum werde ich jetzt weggezerrt und warum werde ich beobachtet? Damit, meine Freunde, sind wir angelangt am Point of No Return. Jetzt beginnt das Spiel. Herrlich! So wollte ich mich schon immer sehen. In einer Zelle eingesperrt und angekettet und ein Wolf. Ey, ich liebe diesen Tag. Da wird der Tagebucheintrag mein gesamtes Tagebuch aus. Ja, was soll das hier zum Fick nochmal? Was soll das? Lass mich hier raus. Na super, das hat mir noch gefehlt. Jetzt habe ich haarlos. Und meine haarlos lachen mich natürlich noch aus. Hat dich. Oh, da kriegt man ja Angst. Aber bist du klug, so ein knurriges Gesicht zu machen? Was für ein Jammer. Ich hätte dir so gerne geholfen, wenn du ein braves Hundchen gewesen wärst. Alles klar. Gut so. Grausamkeit gehört schließlich zum Wesen der Menschen. Sie weiß also, dass wir ein Mensch waren. Aber du bist kein Mensch mehr, sondern eine wilde Bestie. Ach so. Na, bist du ein braves Hundchen? Und jetzt sei schön ruhig. Okay, gut. Überrascht? Aber wo sind wir hier nur hingekommen? Okay, den Trick möchte ich auch kennen. Komm zu mir, dann kann ich es dir zeigen. Okay, gut, du bist keine Halluzination. Schon mal gut zu wissen, aber... Ich weiß nicht, ob mir das lieber ist. Also ich weiß nicht, ob mir lieber ist, dass du dich doch noch ins Ende herausstellst oder real bist. Okay, ich kann auch eine Instant-Fuel-Attacke. Spielen Y, okay. Sehr schön. Ich draußen. Das ist der Vorteil als Wolf. Man kann wühlen. Und Angreifen funktioniert auch wie als Mensch über B. Plus, dass wir natürlich kein Schwert brauchen müssen, sondern nur unsere Fangzähne. Anscheinend bist du ein richtig kluges Hundchen. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dir bei der Flucht helfen. Gute Entscheidung. Aber dafür wirst du schön brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage. Ist das klar? Wenn du etwas von mir willst, drückst du L, um mir ein Zeichen zu geben. Also, kapiert? Dann los! Wenn du mir auf den Arsch geklatscht hättest, dann hättest du mich mal erleben können. Okay, wir haben eine Begleiterin. Sehr schön. Da geht's jetzt noch nicht weiter.
aber mir wird hier ständig Willen angezeigt. Dazu wühle ich hier mal, wenn es mir schon angezeigt wird. Hier können wir rein. So, das können wir anvisieren und mit A dann anspringen und aktivieren. Und dann gehen wir auch schon weiter. Und ich habe auch eine ungefähre Vorstellung, bis wohin wir dieses Mal zocken werden. Denn wir wollen ja noch ein bisschen so ja, diese Welt erkunden, wo auch immer wir gelandet sein mögen. Das ist ja... pass auf, ich zeig dir etwas Interessantes. Ein Tier wie du sollte erkennen, dass da etwas ist, oder? Drücke X, um dein Gespür zu schärfen und dann siehst du genau hin. Hier dürfte ich wohl in Sicherheit sein. Verdammt, keinen Schritt weiter. Stehen bleiben! Alles klar, was soll das jetzt? Dieser Geist ist sicher ein Soldat. Der kommt sicher geradewegs aus der anderen Welt. Hier gibt es noch mehr von diesen Geistern. Du solltest ein X-Gespür verwenden. Vielleicht wissen die ja, was hier passiert. Oder wo ich bin, wie wär's damit? Aber Soldat könnte ein Hinweis auf was sein. Und bei Soldat muss ich ehrlich gestehen, denke ich, als dass es ein Schloss Hyrule. Aber das kann doch nicht sein. Ich meine, wir waren eben noch in Firone. Wieso sollten wir jetzt auf einmal... Nein. Immerhin, wir hätten dann unseren Zielort erreicht. Man muss es positiv sehen, aber da... Link lädt mir viel zu schnell die Wirbelattacke auf, muss ich ehrlich gestehen. Also das mit dem Angreifen muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen üben. Schätze ich noch nicht an deine Gestalt als wildes Tier gewöhnt zu haben. Deshalb lass mich dir sagen, wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnere dich an das, was du als Mensch konntest. Dein Instinkt bleibt gleich, auch wenn deine Gestalt sich verändert hat. Schön zu wissen. Ja, ich... Natürlich sind da Gegner. Sehr schön, das sollte ich auch doch ausfallen. Hier sind Stacheln, hier sollte ich erstmal nicht lang. Ein Schalter, sehr schön. Oder Kette oder was auch immer. Ah, natürlich so ein Scheißvieh. Man muss sehr schnell B drücken, stirbt. Schön in die Wand reingekickt und der Rubin oben drauf gespawnt. Das Spiel funktioniert prima. Aber okay, gut. Und ein bisschen kann ich mich wirklich kaum beschweren. Ich sehe schon ja die ersten Neuerungen, wie zum Beispiel das mit der Katze und allem. Gefällt mir alles. Bei den Texten konnte ich bisher nur wenige Änderungen erkennen, wie zum Beispiel das mit dem Tierchen oder mit dem Kater. Aber ich denke, da kommt noch mehr, was zensiert wurde, sage ich mal. Obwohl ich jetzt nicht weiß, warum man bei Twilight Princess etwas zensieren sollte. Noch ein Soldat. Was sind das für schwarze Monster? Wo kommen die her? Raus! Ich muss raus! Okay. Dschungelcamp also. Alles klar, du machst es dir mal wieder einfach. Komm schon, hierher. Ich warte ja gerne, aber auf meine Seite kommen, das wirst du schon zählt schaffen. Du mich auch. Du mich auch, ganz ehrlich. Das kann ich aber auch alleine. Monster. Monster, aua. Alter. Mach einfach mal ein Hard Damage. Bei Hero Mode und alles. Bullshit, Alter. Bullshit. Ah, das ist so ein scheiß Viech. Oh no. Scheiße, geh runter. Das scheiß Viech kommt. Ah, noch mehr. Herrlich. Toll, was mache ich jetzt? Was sind da jetzt? Na, herrlich. Scheiße! Daneben gesprungen! Ich bin fast tot! Das gibt's nicht! Deshalb hasse ich Intros von Spielen mit dem Hero Mode. Du bist sau schnell am Arsch! Und ich bin am Arsch. Oh, Hilfe! Ihr habt nicht zufällig irgendwo hier ein rotes Elixier oder so? Nein, natürlich, das ist leer. Herrlich. Ich liebe es jetzt schon, muss ich sagen. Was sind das so für schwarze Monster? Solche Bisse habe ich noch nie gesehen. Ich könnte kotzen, ganz ehrlich.
Oh nein. Stirb! Ich will jetzt ehrlich gestanden nicht Game Over gehen. Wo ist eigentlich... Da ist die Schlosse. Warum gehe ich dann da nicht lang? Ich Trottel. Oh. Ich weiß es nicht, dass ich jetzt schon Herzprobleme habe. Das war anders geplant. Scheiß Hero Mode, warum musste ich dich aussehen? Du warst so verlockend. Hero Mode war noch nie ein, nahm noch nie ein schönes Ende bei mir, wie gesagt. So, hier kann ich durch. Bitte keine Gegner, bitte nicht. Nein, das wollte ich gar nicht, das hier wollte ich. Ihr Götter den Hyrule, ich bin doch nur ein einfaches Soldat, der niemanden Böses will. Bitte rettet mich vor diesen schwarzen Monstern. Ah! Aber hier kann ich wählen. Aber da sind definitiv keine Herzen versteckt. Nein, natürlich nicht. Das Schlimme ist einfach, wenn du noch gar keine Herzen hast, das ist... Ah! Manchmal für den Umwege eben auch ein Stil. Übrigens, scheiß doch auf, wie man denkt, ich bin mit X. Anscheinend sind die ganzen hier ausschließlich Soldaten. Sag mal, was meinst du, wo wir hier sind? Hä? Du bist doch hier raus, oder? Also gut, abmarsch! Ich noch mehr von den scheiß Viechern. Spielen wir bis zum Game Over? Von dir geht die Gefahr aus, ich töte dich mal. Scheiße. Das ist ja aber auch ein Hard Damage, Mann. Alter. Ah, was sollte das denn? Sorry. Also, Magier bin ich jetzt nicht. Oh, shit. Ich dachte eigentlich, du meldest dich von selbst, du Trottel. So, ist das denn so schwer? Ich zeig dir, wie du Halt findest. Nimm mich einfach mit ZL ins Visier und verwende A, um mir zu folgen. Alles klar. Lady. No problem. GG. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht mehr lange überleben. Stirb. Scheiße. Geh halt auf Seilink. Mensch. Alter. Da reicht kein Sprung. Verdammt. Fuck that shit! Warum müssen die ein halbes Satz Schaden machen im normalen Spiel? Oh nein, Fledermäuse, ich höre sie doch. Ja, das sind sie! Die machen bestimmt mehr als ein... Die machen bestimmt ein Herz-Damage, da bin ich mir sowas von sicher. Alter, wie habe ich das gerade überlebt? Ich bin so unter Strom. Ich kann ja kein Elixier einsetzen, Mann. Obwohl, kann ich schon. Aber nicht als Wolf. Nicht als Wolf. Ja, fick doch die Mutter, ey. Was soll das hier? Inzwischen weißt du das sicher, wo wir sind, hä? Nein, noch nicht so ganz. Na, wenn wir erst nach oben kommen, wirst du es schon merken. Okay. Upsa! Ich wollte eigentlich noch gar nicht raus. Ich wollte das erst im nächsten Part. Aber ist auch egal. Das Triforce. Und wir lagen natürlich richtig mit unserer Vermutung. Jetzt ist es wohl kein Geheimnis mehr, dass es... Okay, gut. Es kann noch irgendein anderes Schloss sein, aber wir sind bei irgendeinem Schloss. Und ich würde mal steif und fest behaupten, so prächtig wie das hier gebaut ist, müsste das hier wohl Schloss Hagrid sein. Endlich draußen! Und sieh noch, wie schön heute Abend die schwarzen Wolken am Himmel dahin ziehen. Und, also jetzt, wo wir sind, oder hast du es immer noch nicht gecheckt? Es gibt ja jemanden, der dich kennenlernen will. Das kommt jetzt, wir müssen zu dem Turm da drüben. Das muss ich noch schaffen. Obwohl, nein, das reicht auch nicht. Ah, fuck! Obwohl doch, bis zum Turm reicht. Weiß, was wir machen müssen. Okay, gut, wir müssen es im nächsten Part bis zum Turm schaffen. Das ist lustig, ja, komm. Scheiße. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Twilight Princess HD. Ich bin angespannt. Bis dann und ciao.